Kennst du schon mein neues Buch, Der Branding Guide? Ab sofort bei mir auf der Webseite vorbestellbar. Es ist das Markenkompendium für alle, die vom Verkäufer der eigenen Dienstleistung zur Dienstleistung Marke werden wollen. Du erhältst Einblick in alle notwendigen Schlüsselkompetenzen, die ein Dienstleister beherrschen und umsetzen muss, um sich als eine umsatzstabile, rentable und vor allen Dingen krisensichere Marke behaupten zu können. Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Image Sells, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird, sodass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brablitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zum Image Sales Podcast. Heute mit einer Folge, die euch gleich zwei Tipps mitgibt. Zum einen, wie ihr eure E-Mail-Flut in Zukunft ein wenig reduzieren könnt. Und auf der anderen Seite auch noch was für euer Branding tut, nämlich ein Image mit einem gewissen kleinen Trick aufzubauen. Wir reden nämlich heute über Autoresponder. Wo du jetzt sagst, ja klar, das ist ja das Ding, was du einschaltest, wenn du in Urlaub gehst, damit die Leute wissen, ich bin in den nächsten 10 Tagen nicht erreichbar. Nein, ich meine die Nutzung des Autoresponders auf eine andere Art und Weise. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Ich bin Mitglied einer Mastermind. Wir treffen uns jede Woche an einem Freitagnachmittag und beraten uns, klagen uns gegenseitig unser Leid, coachen uns, geben uns Tipps und Tricks. Und das war Anfang diesen Jahres, Anfang 2021, und ich habe da einfach mal so mal von der Leber weg erzählt, dass mich dieses E-Mailen von Leuten einfach unfassbar aufregt. Ja, ich hatte nämlich so einen Moment, dass ein Kunde von uns, von meiner Podcast-Agentur, eine E-Mail geschrieben hat mit so Fragen da drin, wo ich mir dachte so, okay, ich kann darauf jetzt antworten und einen Roman schreiben, nämlich ein Buchkapitel, weil das vom Umfang her das wäre. Oder wir können einfach einen Termin machen und drüber sprechen und ich informiere euch, was dahinter steckt. Das war so, eine der Fragen war, ja, wie sollen denn die Hashtags aussehen und wo sollen wir diese denn reinpacken in eine Folge? Und ich dachte, also ganz kurz so unter uns, Hashtags gibt's im Podcast nicht, denn Podcasts sind kein Social Media Kanal, wo man nach Hashtags suchen kann. Ja, kleiner Infotrick am Rande. So, und da ging es so ein bisschen mit mir durch und die Andrea, eine ganz, ganz liebe Freundin mittlerweile auch, schickte mir dann so zwischendurch per WhatsApp da mal so einen Screenshot. Nach Motto kam, lies dir das mal durch, vielleicht ist das eine Idee für dich. Was war's? Jemand hatte einen Newsletter verfasst über eine geniale Idee, die er bei Frank Thelen aufgeschnappt hat. Der ist nämlich interviewt worden. Impulse-Magazin und hat dort über die Art und Weise geredet, seinen coolen Trick, wie er quasi den Fokus behält und in seiner E-Mail-Flut nicht untergeht. Und was hat er gemacht? Er setzt einen Autoresponder ein und zwar immer, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und dieser Autoresponder gibt es in Deutsch und auf Englisch, weil er natürlich auch international unterwegs ist. Wobei, vielleicht switchen wir einmal ganz kurz rein, für diejenigen, die Frank Thelen vielleicht nicht kennen. Frank Thelen ist bekannt geworden, es ist so ein Multi-Startup-Unternehmer seit vielen Jahrzehnten mittlerweile auf dem Markt, aber wirklich bekannt geworden ist er national durch die Höhle der Löwen, ja, diese Startup-Show im Fernsehen, ich glaube bei Vox, ich bin mir nicht ganz sicher. So, ich finde, er ist, wenn man ihn als Typ beschreiben sollte, der Dieter Bohlen der Startup-Szene, wobei Dieter Bohlen vor 15 Jahren, als er angefangen hat mit seinen Shows, heute hat er den Hut gezogen, er beziehungsweise verkündigt, er steigt aus seinen beiden großen Shows aus, also der ist schon ganz runtergekommen so von seiner Art und Weise, ja, aber am Anfang war der wirklich so jemand, der einen Sänger oder einen Künstler auf der Bühne zum Weinen gebracht hat, weil er den einfach mit vernichtenden, teilweise auch sehr fiesen Kommentaren einfach zu Boden gerissen hat. Und Frank Thelen ist auch so jemand, der denkt nicht großartig drüber nach, ob das vielleicht verletzen könnte oder ob das irgendwie vielleicht politisch korrekt ist. Der redet sehr gerne blank von der Leber weg. Und auch so ein bisschen angreiferisch teilweise, beziehungsweise sagt dann auch pass auf, ja, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß, ich habe meinen eigenen. Also das ist auch sehr straight, was ich auf der einen Seite sehr schätze, aber es ist halt seins, es ist halt seine Marke, es passt zu ihm genauso wie Dieter Bohlen sein Image halt damals hatte, was er mit der Zeit eben dadurch, dass er ein bisschen weicher geworden ist, aufgrund von Alter oder was auch immer, auch gepasst hat. So, wie sieht sein Autoresponder aus? Den möchte ich euch jetzt gerade vorlesen, und zwar die deutsche Variante.
An jedem einzelnen Tag bekomme ich hunderte E-Mails. Mir ist es wichtig, so viel Zeit wie möglich mit meinem Team, unseren Gründern und der Entwicklung neuer Produkte zu verbringen. Ich habe ein begrenztes Zeitbudget für meine E-Mails. Bitte akzeptieren Sie, dass mein Posteingang nicht Ihre To-Do-Liste ist. Ich lese womöglich Ihre E-Mail, aber ich fühle mich nicht verpflichtet, sie zu beantworten. Unter seiner Webadresse können Sie mehr über unsere Gründer und mich herausfinden. Das gelesen dachte mir nur so, was für eine geile Scheiße. Entschuldigung dafür, aber das war echt das, was ich immer gedacht habe, das ist ein geiler Typ, mega. Ich habe das ein paar anderen vorgelesen bzw. gezeigt und die sagten, boah, schockierend, das geht gar nicht. Warum? Warum haben diese Leute anders darauf reagiert als ich? Weil die in ihrer Wertewelt unterwegs waren und sagten, boah, das könnte ich für mich so überhaupt gar nicht senden. Ich für mich könnte das auch nicht senden, was meiner Marke und meinen Werten nicht entspricht. Aber ich habe ja aus Markenstrategieperspektive natürlich auf seine Marke geguckt und dachte, das passt. Das ist extrem stimmig und das ist richtig cool. Zum anderen habe ich mir auch überlegt, okay, funktioniert das überhaupt? Und dann dachte ich mir so, komm, give it a try. Und dann hat Carmen sich hingesetzt und überlegt, gut, schreibe ich meinen eigenen Text. Der ist allerdings ein bisschen länger geworden. Ich rede halt gerne. Mist. Und dann habe ich meine Version dessen verfasst und ich erkläre euch gleich auch, warum diese Version so ist, wie sie ist. Ich habe sie zwischendurch wieder ein bisschen abgewandelt, aber nehmen wir mal so die erste Version. Charmanten Gruß von ihrem Image-Sales-Team, ihre E-Mail ist bei uns eingetroffen. Das ist quasi der Betreff, damit ihr wissen, warum sie es aufmachen sollen. Für 2021 haben wir uns vorgenommen, etwas gegen digitalen Smog zu unternehmen und Sie können aktiv dazu beitragen, unsere Datenautobahn wieder performanter zu gestalten. Gehören Sie zu unseren Kunden, nutzen Sie bitte Ihr Projektboard, damit Ihr Anliegen zeitnah von den richtigen Mitarbeitern bearbeitet wird. Haben Sie eine Anfrage zu einem zukünftigen Projekt, Interview, Artikel, Vortrag oder ähnlichem, bitte vereinbaren Sie direkt einen Termin mit uns. Hier finden Sie den entsprechenden Kalender. Zu beiden gab es hier einen Link. Mir und meinem Team ist es wichtig, so viel Zeit wie möglich mit unseren Kunden und der Entwicklung neuer Strategien und Content für Sie zu verbringen. In Klammern, Ähnlichkeit ist hier bewusst gewählt. E-Mails sind fiese Zeitfresser. Werden Sie zu unserem Helden 2021 und helfen Sie uns, den kleinen Monstern nicht die Macht über uns gewinnen zu lassen. Da ein kleiner grammatikalischer Fehler drin. Seht's mir nach. Ich werde es jetzt nicht wiederholen. So. Ja, das hat so ein bisschen so die Augenzwinker-charmante Art und Weise von mir und meinem Team so mit drin. Einfach, mit zwei Hintergründen. Also zum einen, um besagte Frage-E-Mails meiner Kunden an der Stelle auch einzudämmen und zu sagen, pass auf, erstens, wir antworten einfach auch, oder wir können es gar nicht leisten, innerhalb von 24 Stunden auf was zu antworten. Wollen wir auch gar nicht an der Stelle. Denn Feuerwehrspielen, da gibt es eine extra E-Mail-Adresse für, aber ich rede von den anderen Accounts, die so voll laufen. Also am Tag, wir reden so von 100 bis 200 E-Mails, die ich so am Tag im Schnitt bekomme. Natürlich sind da auch Newsletter drin. Natürlich ist da auch eine Menge Spam mit drin. Natürlich sind da auch Sachen drin, die man einfach mitliest, aber wo keine To-Dos dahinter sind. Aber trotzdem ist es erstmal ein Anklicken, aufmachen, angucken, bewerten, was tun, Prozess, der dadurch durch jede einzelne Nachricht getriggert wird. Leute, wenn ihr mal zusammenrechnet, wie viel Zeit ihr in eurem E-Mail-Postfach verbringt, das ist so eine unfassbare, gigantische Zeitverschwendung. Das ist Wahnsinn. So, und deswegen vor allen Dingen, weil vielleicht kennt ihr das auch, so dieses E-Mail-Ping-Pong, ich bräuchte mal einen Termin. Okay, hier ein Vorschlag, dann geht das hin und wieder zurück und hin und wieder zurück. Und deswegen habe ich gesagt, meine Lieben, wenn ihr einen Termin haben wollt oder wenn ihr mit mir über irgendwas sprechen wollt, lasst uns sofort einen Termin vereinbaren. Die haben in diesem Autoresponder direkt einen Link zu meinem Terminkalender oder zum Team-Terminkalender, je nachdem, wo es hingeht. Und dann können sie sich direkt einbuchen. Das heißt, diese 5 bis 10 E-Mails mit dem Hin und Her und Termin vereinbaren entfallen. Finden Leute total geil, sage ich euch. Erfahrung, das Manager-Magazin, nein, Manager-Seminare, andersrum hatte mich Anfang des Jahres angeschrieben. Ich habe letztes Jahr bei ihrem Barcamp einen Vortrag gehalten, fanden die gut, wollten mich für einen Artikel gewinnen. Und die haben mir quasi eine Mail geschrieben, haben den Autoresponder bekommen und haben sich direkt einen Termin eingebucht. Und ich musste überhaupt nicht mehr aktiv werden, sondern ich habe einfach einen Termin im Kalender gehabt und wir haben gesprochen. Mega. Ja, durch die erste E-Mail war ich natürlich schon aware of the fact, was kam. Von daher konnte ich mich darauf vorbereiten. So, und das passiert halt mit den meisten Leuten. Das heißt, dieser prozentuale Anteil an Mails ist schon mal weg. Der zweite prozentuale Anteil an Mails, nämlich so dieses, ja, ich habe da hier eine Datei und wie sieht's denn hiermit aus und können wir irgendwie den Titel umstellen oder ich brauche einen anderen Termin, entfällt auch alles, weil jeder meiner Kunden oder unserer Kunden, also in beiden Lagern, hat ein eigenes Projektboard. Wir nutzen Asana dafür.
Falls ihr es nicht kennt, ich verlinke das gerne in den Shownotes, wo quasi alles abgelegt wird. Hat folgenden Charme. Erstens, wenn da eine Aufgabe drin ist, weiß, kriegt das ganze Team mit, da ist was drin und derjenige, der dafür verantwortlich ist, kümmert sich auch. Das heißt, es bleibt nicht alles an mir hängen, weil ich diejenige bin, die quasi vor meinen Leuten steht und alles abfängt, also jegliche Art von Kommunikation, damit die ihren Job machen können. Und es ist dokumentiert, das heißt, wenn jemand einen Titel ändert, wenn jemand eine Zeit ändert, wenn jemand einen Kommentar da reinschreibt, können wir hinterher auch nach einem Jahr nachvollziehen, nee, das war damals aber von demjenigen und demjenigen gesprochen oder so entschieden oder was auch immer. Das hat mir schon so oft den Hals gerettet, Leute, beziehungsweise eine Kommunikation des Du bist schuld, lieber Dienstleister, im Keim erstickt. Finde ich extrem geil. Vor allen Dingen, du musst auch nicht in hunderten von E-Mails nochmal rückwirkend nachgucken, wo ist denn was irgendwann mal besprochen worden oder wo ist der Termin oder muss ich nicht weiterführen oder kennt ihr alle. Deswegen, ich hasse diese Leben in E-Mails verpacken Art und Weise, vor allen Dingen Projekte. Projekte haben in E-Mails nichts zu suchen. E-Mail ist eine kurze, und das sage ich meinen Studenten auch immer, eine nutzerorientierte Kommunikation. Leider geht dieser Aspekt sehr, sehr, sehr gerne verloren. Aber gut, das ist eine andere Stelle. So, jetzt sind wir bei dem, wie ihr eure Zeit oder wie ihr Zeit einsparen könnt, beziehungsweise euren E-Mail-Account reduzieren könnt. Ich mag euch mal eine aktive Zahl nennen. Wir haben jetzt März. Ich mache das jetzt seit 2 Monaten. Ah, ja, doch. Und ich habe 30% meiner E-Mails eingespart. Und wir reden hier daily. Ja, also von täglicher E-Mail-Belastung ist dadurch entfallen. Und das ist geil. Ich feiere das so sehr. Ja. Ihr müsst das nicht anwenden. Und es gibt auch einige, ich habe so 2 in meinem Netzwerk, die sagen, boah, Kam, was für eine Scheiße, ehrlich, du drückst mir hier gerade deinen Kalender auf. Und ich denke so, nee, du möchtest, dass deine Sachen, deine Wünsche, die Arbeit, die ich quasi für dich verrichte, in der richtigen Zeit, in der richtigen Qualität abgeliefert wird. Dann gibt es Prozesse dahinter. Wenn diese Prozesse von dir torpediert werden, kann ich für nichts mehr garantieren. So, und na, es gibt Menschen, die mögen digitale Prozesse nicht. Spätestens seit Corona sollte hoffentlich jeder endlich verstanden haben, dass wir um digitalisierte Prozesse nicht mehr drumherum kommen. Weil nur, wenn ich meine Prozesse, A, wenn ich überhaupt Prozesse habe und B, wenn ich sie digitalisiert habe, ist es möglich, dass ich auch mit einem Team arbeite, was nicht an einem Tisch in einem Büro sitzt. Meine Podcast-Media, die ich seit 2017 habe, das Team ist in Europa verstreut. Wir haben uns teilweise Jahre später erst persönlich kennengelernt. Also wir arbeiten ausschließlich digital, ausschließlich remote und nur so geht das. Also nochmal so ein 3. Tipp, der eigentlich nichts mit dem Thema heute zu tun hat, aber so eine Bitte an euch, sperrt euch davon nicht, sondern tut es, weil damit erspart ihr euch Zeit, damit erspart ihr euch Ärger und damit werdet ihr so viel performanter. Und Performance bedeutet mehr Umsatz in weniger Zeit. Also gut, wichtigster Punkt, worum es hier in diesem Podcast ja eigentlich geht, ist, wie baue ich ein Image auf, was für mich verkauft. Was hat jetzt dieser Autoresponder damit zu tun? Eine ganze Menge. Denn zum einen wird derjenige, der mir eine Mail schreibt, sofort befriedigt. Der kriegt sofort eine Antwort. Sofort eine, die auf mein Image aufspielt, einzahlt. Und ich muss nicht sofort antworten, weil derjenige weiß, was er zu tun hat. Entweder er bucht sich einen Termin ein oder geht dementsprechend, wenn er ein Kunde ist, an unser Projektboard und kann dort seine Sachen hinterlassen. Das heißt, es wird niemand alleine gelassen. Diejenigen wissen aber auch ganz direkt und straight, mit wem sie es zu tun haben. Nämlich mit jemandem, der nicht alles mit sich machen lässt an der Stelle und vor allen Dingen nicht den Kalender des anderen erfüllt. Also ich fand diesen Satz vom Frank echt geil. Ne? So, mein E-Mail-Postfach ist nicht deine To-Do-Liste. Ehrlich, ich hätte den auch so gerne genommen, aber es passt nicht zu mir. Ich denke das, aber es passt nicht zu mir. Ja, und das ist genau der Punkt dann dahinter. Wenn ihr auch Sachen lest oder auch beigebracht bekommt, LinkedIn-Strategie, Webinar-Marketing, E-Mail-Funnel, whatever, also alles, was mit Texten zu tun hat in dem Fall, nimmt das, kopiert es bitte nicht 1:1, wie es irgendjemand anders macht, sondern hinterfragt ganz aktiv, so wie jetzt mit einem Frank beispielsweise. Frank ist ein Typ, das habe ich euch gerade am Anfang kurz skizziert, zu dem passt das so dieses, ey, da, mein E-Mail-Postfach ist nicht deine fucking To-Do-Liste. Ja, in Klammern fucking hat er sich gedacht, aber das kann man zwischen den Zeilen lesen. Das passt zu ihm, aber es passt nicht zu mir. Das heißt, wie kann ich es umformulieren, dass es unterschwellig zwischen den Zeilen ungefähr den gleichen Anklang hat, aber nicht ganz so harsch ist, nicht ganz so in the face. Ja? Deswegen muss ich das so ein bisschen charmant drumherum, hat auch ein bisschen länger gedauert. Ich habe halt mehr Text an der Stelle gewollt, aber dementsprechend auch mit gewissen Hintergründen, die ich euch schon erklärt habe. Deswegen, egal was ihr bekommt an Texten, eine Marke lebt auf 4 Ebenen, beziehungsweise wird auf 4 Ebenen wahrgenommen. Die Optik, die Kommunikation und das Verhalten. Kommunikation haben wir hier, nämlich den Inhalt.
Jede Brand hat ihr Wording, also die Sprache, mit der ihre Marke ausgedrückt wird. Ja, die einen sind blumiger, die anderen sind sehr technisch. Die einen sind sehr straight, sehr in the face. Die anderen sind dann eher zurückhaltender. Ja, nutzt Wörter, nutzt die Art und Weise, wie ihr kommuniziert, bitte passend zu eurer Marke, passend zu euren Werten. Und da sind wir bei dem Thema, was ich immer ganz gerne anspreche, neben der Zielgruppe. Ich weiß, das Thema hängt euch schon aus den Ohren raus. Aber heute werde ich es nicht erwähnen, beziehungsweise erklären, sondern heute geht es um das Thema Werte. Werte sind im Grunde genommen euer Gerüst, nach dem jede Marketingentscheidung, also jedes Branding, Material, Mittel, jede Kommunikationsmaßnahme dran gemessen wird. Sprich, abgestimmt wird, passt es oder passt es nicht. Es gibt so viele Werbesendungen da draußen. Also so viele Werbeformate, wo ich mir denke, was für ein Briefing hat denn die Agentur da bekommen? Das vernichtet gerade das Image der über Jahre aufgebauten Marke. Meine Lieben, denkt bitte daran. Ein Image aufzubauen ist ein sehr langwieriger Prozess unter Umständen. Kommt auf eure Branche und kommt auf die Struktur des Wettbewerbs an, also auf die Konkurrenzsituation. Aber ein Image zu zerstören kann, es reicht ein Satz. Ein Satz an der falschen Stelle, das falsche Bild, das falsche Like sogar. Ja, das haben Sportler schon am eigenen Leib erfahren dürfen, dass sie den falschen Instagram-Post geliked haben, deswegen aus der Mannschaft geflogen sind, weil ihnen plötzlich Rassismus oder sonst was vorgeworfen worden ist. Also es reicht eine Unstimmigkeit, um ein über Jahre und mit viel Geld aufgebautes Image wieder zu zerstören. Deswegen bitte kopiert nicht eins zu eins, was ihr bei anderen toll findet. Das ist genauso, wenn ihr mit der Freundin einkaufen geht, ob jetzt Mann oder Frau zuhört, ist beides einerlei, und kommt nach so einem Umkleid und sagt, und wie findest du das? Und du sagst, finde ich geil. Ich habe es heute mit dem Wort, Entschuldigung, finde ich gut. Die Frage ist, finde ich es gut, weil ich es auch anziehen wollen würde? In Klammern, wenn du eine Frau bist. Ansonsten ist es dein Bier. Klammer zu. Oder finde ich es gerade toll an der Person, die es trägt? Schon mal darüber nachgedacht. Zwei verschiedene Perspektiven in dem Moment. Finde ich es toll, weil ich die Farben toll finde, den Schnitt toll finde, oder finde ich es toll an der Person, die es trägt? Und das ist hier genauso. Ich finde den Text in Franks Inbox total toll und passend. Aber zu mir würde er nicht passen. Und deswegen alles, was ihr da draußen vorgebetet bekommt, alles da draußen, was ihr lernt von anderen, nehmt es in, das ist das, was derjenige oder für denjenigen passt, aber vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig zu mir. Und überarbeitet die Texte, überarbeitet die Art und Weise, wie kommuniziert wird, passend zu eurer Marke. Denn sonst kann so ein echt geniales Tool oder der Einsatz einem digitalen Tool, was man hier wirklich mit minimalstem Aufwand einsetzen kann und hinterher 30%, wie in meinem Fall, an Benefits bringen kann, sprich Erleichterung, kann euch dann aber auch den Kopf kosten. Deswegen achtet da auch drauf. Ja, ich hoffe, diese Hybrid-Tipp-Folge hat euch gefallen an der Stelle. Und ich bin sehr gespannt, was ihr demnächst, wenn, welche Autoresponder ihr nutzt. Und das ist ja nicht nur für einen Autoresponder an der Stelle sinnvoll, sondern für alles andere auch. Nur hier in der Personalunion einfach, wie ich auch mein Leben ein bisschen erleichtern konnte. Und in dem Sinne freue ich mich, in der nächsten Woche von euch zu hören. Und diejenigen, die sagen, ja, aber wie kriege ich denn meinen Text hin? Ja, wie pitche ich denn in einem Autoresponder oder auch mich selbst? Dann, ihr wisst, es gibt den Magnetic Pitch. Das Magnetic Pitch Konzept, was ich normalerweise sehr gerne auf Startup-Veranstaltungen den Teams an die Hand gebe, damit sie in den 4 Minuten oder je nachdem, wie viel sind, auf der Bühne dementsprechend auch das Publikum wirklich begeistern und in kürzester Zeit auch wirklich das erzählen und so erzählen, dass man sie versteht und sie toll findet. Und das gehört auch so ein bisschen zum, wie verpacke ich meine Brand. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann verlinke ich euch hier drunter auch den Kurs dazu. Das ist eine Stunde und die bringt euch so viel. Also ich kriege es hin, das meinen Teams in einer halben Stunde beizubringen. Es ist sehr, sehr leicht umsetzbar und es macht den Unterschied, denn ihr müsst den Leuten nicht mal die Visitenkarte geben, die fragen, also die richtige Zielgruppe in dem Moment fragt euch, ob ihr denen die Visitenkarte gebt, denn ihr bleibt dann im Kopf und ihr könnt auch direkt selektieren, ob derjenige, mit dem ihr gerade spricht, auch diejenige Person ist, die in eure Zielgruppendefinition hineinpasst. Also eine super Geschichte, schaut es euch an und gebt mir gerne Feedback dazu. Ich freue mich auf euch in der nächsten Woche, ich will noch nicht spoilern, was es gibt.
aber ja, doch ein bisschen. Es hat was mit der Folge mit der Anja Kuhn zu tun. Sie hat mich nämlich inspiriert durch das Interview, bei der ich zu Gast war. In ihrer Show, es war ja vorher. Und ja, stay tuned. Es wird eine sehr, sehr interessante und lehrreiche Folge für euch auch. In dem Sinne, bis nächste Woche, eure Carmen. Tschüss. Hallo, Carmen hier nochmal. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann abonniere den Podcast und erzähl auch gleich einem Freund davon. Du willst mehr kostenfreie Informationen und hochkarätiges Training zu Markenbildung und Markenstrategien? Besuch mich einfach auf carmenbrabletz.com. Trag dich dort auch gleich mit deinem Namen in die E-Mail-Liste ein. Bis zum nächsten Mal und denk daran, es ist dein Image, das die Verkaufsarbeiten für dich erledigen kann.